Die stärksten Geschichten sind die wahren. Von Würde und Verletzbarkeit. Licht und Dunkelheit. Wir sind, weil du bist. Alles Menschen im Gespräch mit Veit Lindau. Hey ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Hier ist der Veit mit einer weiteren Episode in meinem Podcast Alles Menschen. Und ich freue mich sehr, dir heute eine bemerkenswerte, tiefsinnige, wilde, zarte, temperamentvolle Frau vorstellen zu können. Ilan Stefanie. Es gibt ein Thema, bei dem werden alle Menschen im Gespräch plötzlich hellwach. Und das ist das Thema Sex. Heute sprechen wir über Sex. Wir sprechen über Tabus, wir sprechen über Scham, wir sprechen über Heilung. Wir sprechen über die enorme transformatorische Power würdevoller Sexualität. So lass dich berühren, lass dich bewegen. Und vor allen Dingen, nimm dein Geburtsrecht auf Ekstase voll an. Hey, liebe Ilan, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du dich bereit erklärt hast, hier in King is Back dabei zu sein. Ich persönlich finde das hier echt mutig, weil du quasi, also bildhaft und energetisch gesehen, jetzt gerade als Frau zu über 1000 Männern sprichst, die du nicht mal siehst. Es ist ein bisschen ja die Frage, sind Männer bedrohlich oder sind sie es nicht? Und natürlich kann ich mich total damit verbinden, dass es riskant ist, mit Männern transparent zu sein. Aber ganz ehrlich, wenn ich meine Instinkte frage, ist es ja viel riskanter, wenn wir einander was vorspielen. Also von dem her, ich spüre den Reichtum von dem Feld, in das ich hier eingeladen bin. Aber ganz ehrlich, wenn ich das Kribbeln in meinem Nervensystem spüre, dann ist es Freude und Reichtum. Es ist nicht Furcht. Also ich finde es viel furchterregender, wenn wir nicht mehr miteinander sprechen und wenn wir einander nicht mehr die Wahrheit sagen, nur weil wir verletzt wurden. Ja. Ich hole die Männer mal kurz ab. Also viele von Ihnen werden ich bereits kennen, weil wir haben ja schon ein paar Sachen miteinander gemacht und du bist auch mit einigen Kursen uns auf der Plattform. Einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, ist, weil du dich vor einiger Zeit zu einer ungewöhnlichen Entscheidung entschieden, Männern zu begegnen, nämlich du bist freiwillig ohne sexuelle und ohne finanzielle Not in die Sexarbeit gegangen. Kann man das so sagen? Ja, genau. Es gab im Hintergrund keine Not und ich finde es total gut, dass du das aber nochmal sagst, weil wenn man sagt Sexarbeit, dann ist nichts gesagt. Es ist absolut gar nichts damit gesagt. Das kann von Fußfetischismus bis zu Zwangsprostitution oder Drogenelendsprostitution oder High-Class-Escort mit höchstens mal Streicheln an der Schulter, kann es einfach alles sein. Und das ist mir total wichtig. Also auch wenn wir hier uns um dieses Thema Prostitution herum vielleicht durch ein Gespräch bewegen, ey, ich rede hier über meine Prostitution. Und ich rede hier nicht über die von einer Kollegin. Neben dem, dass ich natürlich als ehemalige Prostituierte mehr Einblick habe in das, wie ist die Realität von Sexarbeiterinnen, beziehungsweise ich weiß mehr, wie unterschiedlich sie ist. Mhm. Ja, genau. Also wir werden definitiv auch dein Buch über diese Erfahrung hier unten drunter verlinken. Hier ganz kurz, warum hast du dich damals dazu entschieden? Also ich denke, es gibt wirklich mehrere Ebenen von Antwort. Ich versuche mal tiefgründig anzusetzen, so an der Oberfläche Neugierde und wow, ich musste irgendwie raus aus der Kleinstadt und rein ins pralle Leben. Ich glaube tatsächlich, ich bin einfach zu feige für Drogen und musste da so ein bisschen irgendwie so die Grenzen testen. Aber weißt du, vielleicht habe ich den Grund auch schon genannt zu Beginn des Gespräches. Ich war Tochter aus gutem Haus mit einem 1er-Abitur und habe gemerkt, ohne es bewusst zu reflektieren, wir sagen hier einander nicht die Wahrheit. Jetzt mache ich als nächstes meine Bilderbuchkarriere in der Uni. Wie aufregend und wie langweilig. Denn am Ende des Tages funktioniere ich. Und ich habe schon damals gespürt, dass ich intensive Lebendigkeit vermisse und auch intensive Kontakte. Und auch meine ersten Beziehungen, so sehr die irgendwie so, ja, waren dann halt Beziehung.
Es war wie von Anfang an da, nee, Leute, hier muss doch noch irgendwie mehr drin sein. Und jetzt natürlich fragst du, ja, okay, Ilan, aber warum dann im Puff? Aber ganz ehrlich, das wissen wir alle von diesen Schattenthemen der Gesellschaft oder auch von diesen Schattenaspekten in sich selber. Das ist nun mal der Highway in Einblicke, die man nie hat, wenn man nicht das Licht im Keller anmacht. Und ich hatte total Lust, Menschen zu begegnen in diesem sozial toten Raum, in dem plötzlich eine Berührbarkeit und es ist auch so überraschend, was sich da zum Teil entfaltet. Ich habe zum Beispiel vorher einfach schon in Swingerclubs mich mit dieser Szene aus anonymem Sex vertraut gemacht. Und dafür ist Berlin, glaube ich, wenn man sich das gut aussucht, wo man hingeht, ein sehr, sehr gutes Pflaster. Und war plötzlich so, ey, hier hörten die Menschen auf, Monster zu sein. Hier sind Menschen ganz, ganz satt, ganz ruhig, ganz glücklich, ganz überraschend, ganz individuell. Und alle sind okay. Und das fasziniert mich ehrlich gesagt heute noch. Also auch wenn ich jetzt nie nach meinem Ausstieg beschlossen habe oder gedacht habe, ich steige wieder ein. Ich erinnere genau, durch die Tür von auch nur einem Table Dance Laden zu gehen oder in irgendeinen Nachtclub. Es ist wie, also mit Sexarbeit, es ist wie, man öffnet die Tür zu einer Welt, in der man organisieren kann, okay zu sein. Und das ist eine unfassbar gute Erfahrung für Menschen, für mich. Und wie ich in der Prostitution gelernt habe, das ist eine unfassbar kostbare und seltene Erfahrung für Männer. Sie ist so selten, dass Männer für das Gefühl, mal kein Problem zu sein, häufig sehr viel eher das Geld bezahlen als für den Sex. Der Sex ist zweitrangig. Aber das Gefühl, ich komme hier hin und ich darf mit dir in den Kontakt und ich bin einfach mal okay, wie ich bin. Das ist Gold. Aus guten Gründen, also weil wir einfach ja gerne uns richtig fühlen, weil wir von dort aus zeigen können, wie wir wirklich designed sind. Es berührt mich gerade, was du sagst, weil also einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, ist, weil eins der Kernthemen für mich im King's Back ist die sexuelle Intelligenz, so nenne ich es, oder die erotische Intelligenz des Mannes zu fördern. Und ich stelle immer fest, dass Männer damit assoziieren, also mehr Leistungsfähigkeit im Bett. Und für mich persönlich hat es eigentlich eher mit dem zu tun, was du gerade sagst, diesen Mut aufzubringen, ich selbst zu sein, diesen Mut aufzubringen, in einen Raum reinzugehen, in dem ich nicht weiß, in dem ich die Masken fallen lasse, in dem ich erstmal einfach vielleicht auch erstmal runterkomme. Ja. Ja. Bin übrigens interessanterweise im Vorfeld, haben mich Frauen angeschrieben, also Frauen, deren Männer bei King's Back dabei sind, ein bisschen empört, haben gesagt, warum lädst du gerade Frauen mit Pufferfahrung ein, reinzukommen? Also wäre es nicht viel wichtiger, dass Männer von uns hören, was wir uns wünschen? Und dann habe ich ihnen gesagt, das ist absolut richtig und auch das wird Part sein. Also wir haben ein ganz, ganz großes Video geplant mit ganz, ganz vielen Frauenstimmen, was sie sich von Männern wünschen. Geil. Aber ich glaube ihnen, genauso wie du sagst, in dieser Nische der Gesellschaft zeigen sich, glaube ich, bestimmte Aspekte, die wichtig sind für uns Männer, dass wir uns die anschauen. Pi mal Daumen, wie vielen Männern bist du da begegnet? Ich habe mal 400 geschätzt, ich weiß es nicht genau. Also begegnet natürlich mehr. Ich vermute, ich hatte mit 400 unterschiedlichen Männern Sex im Verlauf von diesen 2 Jahren Sexarbeit. Und eine interessante Sache, also neben dem, dass es sehr geschätzt ist, weil ich da nie eine Strichliste hatte. Daneben ist, glaube ich, noch ein interessanter Punkt, dass sehr viele Prostituierte wie quasi vielleicht insgesamt mit weniger Männern Sex haben als Frauen, die nicht in der Sexarbeit arbeiten, weil dieser Aspekt von Stammkunden sehr, sehr wichtig ist. Also finanziell für eine Absicherung extrem wichtig. Unterschiedlich je nach Färbung oder Form von Sexarbeit, auch je nach Frau. Aber ich glaube, das ist einfach auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man dabei hat. Dass man zum einen sagt, klar, ich kenne auf einer Ebene die Welt noch mal runder oder anders oder auf dieser Ebene auch mehr als die meisten anderen Frauen. Und gleichzeitig, es ist auch eine Arbeit von Vertrautheit aufbauen und auch zulassen, weil eben dieselben Männer immer wieder kommen. Das möchte ich einfach noch an dieser Stelle dazu sagen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es extrem verschiedene Männer gewesen sind, also sowohl von der Altersgruppe als vom Typ her.
Ja, total. Also tatsächlich extrem unterschiedlich. Und es ist so spannend, weil wenn du mich dazu fragst, es ist wie zum einen, wenn ich es irgendwie höre, Männer sind einfach gestrickt oder alle gleich oder sowas, würde ich sagen so, nein, jeder Mann ist ein einzigartiges, wandelndes Universum. Weil natürlich niemand aus dem eigenen Universum je rauskommt, kommt auch jeder Mann rein. Und das ist echt eine spannende Sache. Kommt rein mit so, naja, ich bin normal, ich bin richtig, wo ich denke, ja, du bist schon richtig, aber du bist sehr anders als dein Vorgänger. Just saying. Also das zum einen so, hallo Jungs, ihr seid sehr, sehr einzigartig und das ist toll. Es ist nur nicht, es ist sozusagen nicht normal im Sinne von genormt. Und das andere ist, jeder Mann im Puff, jeder geht davon aus, also ich bin ja kein normaler Freier. Der normale Freier, das ist ja dieses böse Sexmonster. Aber mit mir, das ist ja so, das hat ein Mann so toll auf den Punkt gebracht. Der lag da so auf diesem Kissen vor mir irgendwie und sagte, sag mal, Ilan, wie machst du, Quatsch, also Ilan hat mich natürlich nicht genannt, Paula, wie machst du das denn, wenn du jemanden nicht magst? Ich meine, mit mir stellt sich die Frage nicht. Ich bin ein toller Typ. Und das war so geil, weil er hat in, die Frage ist voll gefährlich. Weil er könnte mich auffordern, so ehrlich zu sein, dass ich sage, naja, wie bei dir, man beißt die Zähne zusammen und lässt es über sich ergehen. So, und er sagte, bei mir ist es ja kein Thema. Und das war brillant, weil das macht wirklich jeder Freier. Und ich möchte in diesem Gespräch bitte, bitte Werbung dafür machen, nicht auch noch innerhalb der Männermannschaft einzelne Männer wieder zu den Arschlöchern zu machen. Der Freier ist du. Der Nicht-Freier ist du. Es gibt keinen typischen Freier. Es gibt keine typische Prostituierte. Diese ganz klaren Kategorien sind wirklich Gewalt, mit denen wir am Ende des Tages, steile These, uns vor der eigenen Schattenarbeit drücken. Es mag sehr viele bedenkliche Gründe geben, als Freier in den Puff zu gehen. Es gibt genauso viele bedenkliche Gründe, als Mann sich nicht in den Puff zu trauen. Solange das Ding nicht illegal ist, ist es wirklich eine Sache von, wo, was vermeidest du? Was vermeidest du? Und sehr viele Männer vermeiden Gefühlstiefe weniger mit einer Prostituierten als mit ihrer Ehefrau. Das nimmt nicht die Männer in Schutz, das klagt die Frauen nicht an. Ich sage nur, vielleicht haben Prostituierte, auch jetzt zu dem, was Frauen dir da geschrieben haben, vielleicht haben sie ähnliche Dinge zu teilen wie Nicht-Prostituierte. Vielleicht ist das gar nicht der Salto rückwärts beim Sex, den wir Prostituierte hier irgendwie sagen, darauf stehen die Männer. Männer stehen darauf, sich in der Nähe von Frauen safe zu fühlen und richtig zu fühlen. Darauf stehen Männer, weil darauf Menschen stehen. Das ist meine Summe nach dem Puff. Also, da gibt es auch was von, wir sind hier nicht die Prostituierten und die Nicht-Prostituierten und wir sind hier nicht die Freier und die Nicht-Freier. Wir sind hier Menschen und drunter mache ich es nicht. So. Also, noch eine steile These. Könnte man jetzt zum Beispiel sagen, könnte Frau sagen, hey, also ich glaube, dass sich viele Frauen, die mit Männern zusammenleben, bedroht fühlen durch den Puff, was ich verstehen kann. Ja. Ja. Da könnten wir sagen, hey, eigentlich wäre es super cool, an einem Tisch zusammenzukommen, weil wir können voneinander lernen. Wir könnten zum Beispiel lernen, du hast gerade was Schönes gesagt. Du hast gesagt, hey, der Mann will sich sicher fühlen, um tief fühlen zu können. So, wir können lernen, okay, was hilft ihnen dabei? So, Ja. auch wenn diese Männer alle so verschieden gewesen sind, Ilan, gibt es was, was du über Männer gelernt hast in dieser Zeit, was du glaubst, was cool ist, wenn Männer das von dir hören? Es gibt echt mehrere Schichten. Ich will es jetzt nicht zu groß irgendwie aufspannen. Der erste Punkt ist, ich hätte gerne, dass es Männern weniger leicht fällt, auf sich selber draufzuhauen. Ich hätte gerne, dass Männer mehr einstehen für ihren unbedingten Wert. Und auch ihre unbedingte Kraft und ihre unbedingte Größe. Und es ist nicht fair, nur zu den Frauen rüberzuschieben, macht ihr, dass wir uns richtig fühlen. Das ist wie, wisst ihr Jungs, wir Frauen haben das von euch auch nicht gekriegt. Und es hat mit euch nichts zu tun, sondern mit Mama und Papa und 4000 Jahren sonst wie Kulturgeschichte. Das heißt, hier nach dem Schuldigen zu suchen und wer den ersten Schritt macht, ich bin so abgegessen davon und so satt davon. Und das ist so, sozusagen so nicht das, wodurch wir den Karren nach vorne kriegen. Und ich hätte echt gerne, ja, zwei Dinge. Das eine ist, dass du dir weniger leicht durchgehen lässt, wenn du auf dich selber draufhaust, nur weil du dir bedenkliche Pornos anguckst oder in den Puff gehst.
Also da hätte ich irgendwie gerne, dass dieser Tiger, dieser King, dieser König, dieses, was da irgendwie aufwacht, dass das auch für dich da ist als dein Backup. Klar machst du einen Haufen Scheiß in deinem Leben. Ich mache auch einen Haufen Scheiß in meinem Leben. Aber ey, es bringt dich und mich und uns alle so viel weit, so viel weniger leicht nach vorne, wenn du dich jetzt dafür scheiße fühlst und ich mich für meinen Scheiß scheiße fühle. Das ist das eine, also dieser eingebaute männliche Selbsthass. Jungs, gewöhnt es euch ab, das wäre einfach cool. Und der andere Punkt ist, es ist eben dieses Puff-Klischee ist, der Mann steht auf die Macht und der Mann holt sich, was er will und die Frau lässt das über sich ergehen und so. Und ich dachte im Puff, oh Mann, Jungs. Also klar ist das hier nicht immer nur Pleasure und Orgasmus für uns, diese Arbeit. Aber wenn wir unser Lustniveau mit eurem Lustniveau und ihr zahlt das Geld und wir verdienen das Geld, wenn wir es vergleichen, dann haben wir immer noch die Nase vorn. Also es ist wirklich, was ich damit sagen möchte, dein äußeres Sex-Setting oder dein äußeres Lebenssetting, das kann noch so perfekt sein mit allem Geld und allen Frauen. Das, wie wenig Männer sich erlauben, Ekstase zu erleben, ist krass. Krass. Das ist absolut krass. Es ist ein bisschen wie, nicht jedes Mal, wenn du ejakulierst, hast du einen Orgasmus, hast du ein Gefühl von Leben fließt durch mich durch. Ich bin real. Ich bin geschöpft worden. Ich kann schöpfen. Mhm. Und wo ich denke, ey, wenn du 100 Euro oder weißt wie viel oder Tausende von Euro für eine Nacht oder sonst was in die Hand nimmst oder auch wenn du gar nicht dafür zahlst, aber Sex mit jemand anders hast, dann bitte hab den Mut zu üben, zu genießen. Denn ich glaube, was Männern ausgeprügelt wurde, auch durch dieses Trauma als Soldaten einfach verfüttert zu werden im Krieg, ist einfach dieses, ey, du darfst nicht fühlen, kein Schmerz, kein sonst was und so weiter. Und das Erste, was dabei aber natürlich auch abtrainiert wird zu spüren, ist die Sinnlichkeit und ist die Ganzkörperlichkeit und ist auch das Gefühl von, mein Leben kann durch mich ganz durchfließen und mein Sex kann mit jeder Zelle stattfinden und nicht nur mit meiner Schwanzspitze durch einen Gummi durch. Und da bin ich irgendwie so, ich denke, ey, das ist so ein Aufwand, die Weltwirtschaft, Sexarbeit, genießt sie, solange ihr sie ernährt, genießt sie. Also anders ist ein bisschen wie so, also es ist wirklich echt blöd. So, und ja, das ist ein bisschen dieses so, ey, mach da nicht die Tür zum Puff auf und verschwinde unter deiner eigenen Schamdecke, sondern sag so, ey, Alter, ja, ich habe ein freies Leben, das hier ist legal. Ich werde dir wohl aufpassen, wenn hier jemand blau gedroschen vor mir ist, dann werde ich genug Schneid haben, zur Polizei zu gehen. So, also was wollt ihr von mir? Ey, behandle die Leute in deinem Leben gut, innerhalb und außerhalb vom Puff. Und dann geh in die Erfahrung, die du hier willst. Da hat dich ja niemand reingeprügelt in den Puff. Das ist ein bisschen was, wo ich denke, ey, keine halben Sachen, keine halben Sachen. Wenn du ein gutes Leben willst, sei es dir wert, ein gutes Leben zu haben. Und immer mit diesem männlichen Selbsthass rumzurennen, genauso wie für Frauen immer mit dem weiblichen Selbsthass, es bringt uns einfach fucking nirgendwo hin. So, jetzt ist besser. Jetzt bist du wieder dran, Veit. Aber das sind zwei Dinge, die verkoppelt sind und die ich finde es tragisch. Wenn wir von sexueller Lust und Orgasmen reden, können wir zurzeit fast nur ernst zu nehmen von einigen wenigen privilegierten Frauen reden. Und das ist traurig. Mhm. Ich möchte, dass Männer wissen, wie erstaunlich ihre Nervensysteme, wie erstaunlich bereitwillig die in die Lust und in die Kraft gehen und wie gut das ist. Männer haben Angst, dann ein Sexmonster oder ein halber Vergewaltiger zu werden und es würde die Welt sicherer machen, nicht unsicherer. Mhm. Ja. Also ich kann das als Mann total bestätigen, ja, dass es sozusagen, also gerade auch diese Fixierung auf, ich muss kommen, ja, und ich muss möglichst lange noch davor durchhalten und so weiter. Und ich, also diese ganzen Klischees, ich muss der Frau ordentlich besorgen. Also das ist erstmal, ich sag jetzt mal, das ist ja nicht mal ein origineller Leistungsdruck. Jeder fühlt sich damit alleine, aber man hat so ein paar Milliarden Brüder, die gerade denselben Stress am Start. Ist eigentlich cool. Ja, das ist das eine. Also den Stress mal eigentlich komplett loszulassen. Und das andere, du hast es gerade so schön beschrieben, ist, also die Downside von Ekstase ist, dass sie uns total verletzbar macht. Ja. Also wenn ich einfach nur schnell komme, dann schwuppdiwupp ist die Sache erledigt. Aber wenn ich mir wirklich Zeit lasse, wenn ich Zeit lasse, dass sich das Ganze aufbaut, dann bin ich wirklich nackt im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kann sagen, ich lebe jetzt seit 28 Jahren mit einer Frau zusammen und wir experimentieren mit den Räumen, wir gehen da immer tiefer, immer feiner rein und ich kann dennoch sagen, es gibt immer noch einen Punkt, wo mich diese Verletzbarkeit auch erstmal mit einer richtigen Todespanik in Kontakt bringt. Ja. Das war, so.
Lass es uns ganz praktisch machen. Also, was glaubst du aus deiner Erfahrung mit Männern, kann Männern helfen, wenn sie in Kontakt kommen mit einer Frau? Oder fang mal an, noch bevor sie in Kontakt kommen mit einer Frau, wenn sie einfach nur mit sich alleine sind und Spaß haben wollen, also diesen Sprung zu schaffen von diesem, hups, ich komme schnell, bis hin zu, ich erlaube mal meinem Nervensystem, sich wirklich langsam dafür zu öffnen, dass der Strom wirklich im ganzen Körper fließt. Lass es uns so aufdröseln, deine Frage in diesen zwei Phasen. Also jemand will mit sich selber Sex haben, ein Mann, oder eben mit einer Partnerin. Lass uns jetzt für der Einfachheit halber sagen, so ist eine Frau, weil das ist jetzt gerade hier so aufgespannt durch dieses Thema mit Sexarbeit. Tatsächlich vor dem Sex anfangen, das Nervensystem und die Energie an den Start zu bringen. Das ist das Allerwichtigste. Weil es ist ein bisschen wie sich sozusagen in so einer typischen Masturbationshaltung, typisches Setting, typisches Zeitlimit, bevor man wieder da und dahin muss, sich da irgendwie hinzusetzen und sagen, ach, jetzt mache ich alles anders. Das ist zu spät. Das Muster ist extrem tief. Und es gibt, also ich weiß einfach von vielen Männern, die wirklich über Monate, über Jahre immer weiter daran arbeiten, zu sagen, krass, die nächste Schiene von Routine oder wie so eine Schneise, die einrastet und plötzlich kann man es nicht mehr aufhalten, bis man gekommen ist. Und mein großer Rat ist, den Raum davor aufzubauen und aufzupumpen mit Energie. Das Einfachste und Effektivste, was ich dafür je kennengelernt habe, ist, sich hinzustellen und im ganzen Körper zu schütteln, von mir aus laute Musik und wirklich mehrere Minuten. Und das Wichtigste ist an dem Schütteln, dass es so ein bisschen schon diesen Kontrollverlust hat. Weil sonst sagt man, oh, kurz vorm Orgasmus, oh, Kontrollverlust, scheiße, Ekstase, fuck, ich bin gekommen. Und das ist so ein bisschen wie, das war näher dran, aber es war auch noch zu spät. Wie das Bewusstsein versucht, wieder mitzusurfen. Und wenn ganz von Anfang da ist, okay, zum Beispiel das in meinen Händen ist jetzt schon Kontrollverlust. Yeah. Ist das tödlich? Was? Ist jetzt nicht aufregend, aber es ist auch nicht unbedingt schrecklich. Okay, das ist ein bisschen wie so, ey, easy peasy, ey, komm. Und auch nicht nur den Schwanz, die Genitalien zu entspannen, sondern eben auch die Hände. Also alles, was du zum Beispiel ganz konkret machen kannst, auch bevor dieser Art von Automatismus einsetzt, ist wirklich wie hinlegen, okay, wie verkrampfen sich meine Augen, um jetzt bestimmte Fantasien zu haben? Wie verkrampft sich meine rechte Hand, wenn ich Rechtshänder bin, um jetzt den Schwanz anzufassen und so weiter? Und das im Moment halten und dann abschütteln. Das heißt, nicht nur, wie du sagst, dass es sich langsam aufbaut, sondern es absichtlich den Aufbau immer wieder zerstören, um guten Null runterzufahren. Und bei der Gelegenheit erholt sich das Nervensystem von der Nicht-Ekstase. Und das ist das Einzige, was passieren muss. Du als Mann brauchst kein Teaching in sexueller Ekstase. Du brauchst Training und das unter Umständen sehr diszipliniert, weil man darf nie wieder kurz Spaß haben. Also darfst du natürlich, aber so. Aber für die Zeit, wo du trainierst, ist es echt diszipliniert. Zerstör die Routine unterwegs der Nicht-Ekstase. Und die Ekstase ist die einzige Alternative. In die fällst du da rein. Und dann wirst du merken, dass du immer mehr bis kurz vorm Orgasmus, bis in den Orgasmus hinein, die Wahlfreiheit hast, sozusagen, dass du da zum ersten Mal deinen Sex hast, statt dass er dich hat. Auch eine coole Erfahrung. Und darüber hinaus, dass du wirst toleranter für Ekstase und das ist letzten Endes toleranter dafür, auch okay zu sein, bis hin zu eine Bereicherung zu sein für dieses Leben, statt einfach nur ein minder großes Problem. Das ist mein Take für Männer und Solo-Sex. Testet und berichtet. Und Fall, du musst mir das dann ausrichten, was die Kings dazu, wenn ich es lesen darf. Ja, Logo. Danke. Und das andere ist, sagen wir, du als Mann willst mit einer Frau in eine sexuelle Begegnung gehen oder in eine Begegnung, die eventuell sexuell wird. Zieh in Erwägung, das finde ich so schön, Veit, und da möchte ich mich gerade mal echt für bedanken, dass du gesagt hast, Todesangst. Erstmal, es ist ein bisschen wie, ah, okay, jetzt weiß ich, dass man Todesangst haben kann, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Erstens, hey, wir haben alle Todesangst. Also es ist wie Angst ist Angst. Wenn die Angst da ist, ist sie da. Also es ist wie, ey, willst du Ekstase, ey, willst du Verwundbarkeit? Es fühlt sich nicht sicher an. Du wirst schlottern. Und das Beste, was ich an diesen Stellen von Angst kenne körperlich, ist, dann nicht zu sagen,
fuck, die Angst ist da, jetzt bin ich tot. Oh mein Gott, sie wird mich heute verlassen und morgen die Scheidung einreichen. Und stattdessen im Kiefer zu zittern, das machst du nämlich als kleiner Junge, wenn du überwältigt bist. Du hast jetzt, oh, Papa, es war ganz schrecklich. Und das machen. Du musst körperlich die Todesangst fließen lassen und bitte in den Kniegelenken. Das ist krass. Bei der männlichen Konditionierung, dieses Soldatische, das wird Männern antrainiert, um keine Todesangst fließen zu lassen. Und dadurch wird die Todesangst echt ein Monster. Wenn du mit den Knien zappelst, leg dich auf die Seite, wechselt die Stellung und wackel mit deinen Knien. Aber wirklich, meines Ernstes, ist spooky. Und das Nervensystem bleibt in diesem Mutraum von Verwundbarkeit und Ekstase, wenn die Todesangst, die trägt dich nicht raus aus dem Sex. Du brichst den Sex ab, weil du gerade Todesangst hast. Hör damit auf, bleib damit im Rennen. Das ist purer Starkstrom von Energie. Das ist das eine. Und das andere ist, wo du auch sagst, vor der Begegnung mit der Frau, zieh in Erwägung, dass Frauen dir in dieser Kultur multiple Angst gemacht haben. Und mit einer Frau zu sein, und das kann ich mir nur vorstellen, so mit meinem eigenen Körper, dann in deren Körper auch noch drin zu sein, so holy shit, was passiert hier? Die ist irgendwie so anders als ich. Gott, ist die toll, oh mein Gott. Also ich kann das so gut nachvollziehen. Das ist so ein krasser Job, den ihr da habt. Ich will jetzt gar nicht auf dem Job rumreiten, aber hey, das ist spooky und hey, das ist mutig von dir. Das ist sozusagen gar nicht primär mutig von ihr, sie in dich reinzulassen. Das ist voll mutig von dir. Du überreichst dich und du löst dich in einer gewissen Weise auch von dem Festhalten dessen, was das für sie heißt oder was da alles in sie fließt an deiner Präsenz oder an dem auch, was du bist. Und ich glaube, das ist... Ja, es ist, zum einen ist es so eine Wertschätzung für das, was du da gibst. Und zum anderen ist es aber auch so wie, ey, du hast eine fucking Angst vor Frauen. Und sei es nur die Mutterprojektion, die ist nun mal am Start, auch wenn du das nicht sexy von dir findest. Und das ist so wichtig, dass du vor dem Sex mit dir sagst, so, okay, jetzt habe ich einfach mal Schiss vor Sex. Weil das ist ein Teil von diesem männlichen Selbstbild, so, klar, wir sind Männer, wir wollen ficken. Ey, ja, unter anderem, wir auch, unter anderem. Und dann ist da ein Haufen anderer Sachen am Start. Einfach mal safe sein, einfach mal weinen dürfen, einfach dabei sein dürfen, wenn jemand anders weint, einfach mal recht gerechtfertigt in den Arm genommen zu werden und einfach mal Angst haben dürfen und auch einfach mal wütend zu sein. Und das da sozusagen wünsche ich dir, dass du Sex wieder zu was Holistischem machst und nicht durch alles, was nicht rein horny ist, aus dem Raum rausspringst, das macht Sex tatsächlich zu einer, ehrlich gesagt, ziemlich langweiligen Sache für alle Beteiligten. Mhm. Ja. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist also besonders, dass man überhaupt erstmal so diese fixe Idee rauszubringen, dass es ein Endziel gibt von der ganzen Geschichte. Weißt du, also wenn du ein hyper-egoistischer Mann bist, dann ist dein Endziel, du wirst kommen. Punkt. Zack, abgehakt, check. Wenn du ein Mann bist, der die Frau mit einbezieht, etc., hast du Doppelstress. Ja. Ey, seid lieber irgendwelche Hardcore-Machos von der Wall Street. Die haben nur die Hälfte von dem ganzen Albtraum an der Backe. Ja, ja. Welche Tipps kannst du Männern geben? Also ohne jetzt, ich finde das, weißt du, das eine Extrem ist so voll in diesem Machen drin zu bleiben. Das andere Extrem ist, ich übertreibe jetzt einfach mal, ich sitze nur noch weinend auf dem Bett und berichte über meine ganzen Komplexe und die Frau denkt, gibt's da mehr? Gleich mein Lover an, ich brauche Sex. Ja, genau. Hast du Tipps für Männer? Also wie kann ich mich als Mann, also wenn ich einfach merke, hey, ich muss erstmal diesen scheiß Druck rauskriegen. Mhm. Weißt du, ich muss auch erstmal zugeben können. Das ist ja so eine, das geht ja so gegen unseren Stolz. Weißt du, ich kann mich noch super gut erinnern. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe bei unserem ersten Gespräch. Also ich bin ja sozusagen sehr lange Jungfrau beziehungsweise Jungmann gewesen, weil es wurde mit zunehmendem Alter wurde es ja immer irgendwie dubioser und angsterfüllender. Ne? Und ich sag mal so, wenn es nicht Marihuana gäbe, dann wäre ich jetzt vielleicht noch Jungfrau. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich dann Sex hatte, dass ich immer so drüber gerutscht bin, quasi, weißt du? Und bis dann die erste Frau das irgendwie gemerkt hat, die Erfahrung hatte und das Ganze angehalten hat und mich ganz liebevoll angeguckt hat und gesagt, ey, pass auf, wir machen jetzt einfach mal Pause. Es ist okay, das zu lernen. Weißt du? Und das war auf der einen Seite, ich kann mich noch super gut erinnern, absolut embarrassing, ja. Und gleichzeitig, es war so befreiend.
Es war so befreiend, einfach zugeben zu können, ich weiß so viel nicht dazu. So. Also mein Wunsch ist ja, die Männer, die das jetzt gerade sehen, zu ermutigen, also erst überhaupt mal wirklich dir selbst als Mann einzugestehen, es ist eine wunderschöne Sache und da passieren noch ein paar Sachen, die sind angstauslösend. Ja? Die berühren uns in alten Wunden. Welche Möglichkeit habe ich als Mann mit der Frau, die mir begegnet, sei es im One-Night-Stand, sei es im Puff oder sei es die Frau, mit der ich seit 20 Jahren zusammen bin, mit der ich noch nicht ein einziges Mal wirklich darüber gesprochen habe, was in mir eigentlich abgeht im Sex. Wie kann man das auf eine coole Art und Weise machen, ohne dass es in eine nicht enden wollende weinerliche Psychotherapie-Session abgleitet? Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich würde, weil das Thema sehr, sehr tief ist und sozusagen eigentlich von allen Seiten aus tabuisiert ist, also Männer, die über sich reden, Männer, die sich lieben, die Männer, die über Sex reden, das geht ja alles gar nicht. Das ist ja alles irgendwie bäh. So, also deswegen würde ich sagen, auf allen Ebenen gleichzeitig ansetzen. Und das eine ist zum Beispiel hier King is back, also bis zum Get-No dafür zu nutzen, ey Leute, trefft euch in extra Breakout-Sessions, in extra Zoom-Räumen, trefft euch hier im Forum und tauscht euch rauf und runter aus zum Thema Sex. Also es gibt auch was von die Zuständigkeit für das eigene sexuelle Wohlbefinden und auch das eigene sexuelle Gefühl gesehen zu werden, wirklich von der Frau wegzunehmen. Das ist das eine, also ein bisschen wie so, ey, seid hier Liebhaber füreinander, in dem Raum halten füreinander, weil ihr hier erstmal auch die Erfahrung von einer Art von Verbrüderung oder Gemeinschaft oder auch einen Klang miteinander haben könnt, da ist bei Frauen einfach dann deren Triggerpotenzial vielleicht nochmal ganz anders gelagert. Und es ist tatsächlich gefährlicher, weil es in der Frau halt Stuff triggert, den du dann als letztes gebrauchen kannst, wenn du gerade mal ehrlich warst und so weiter. Das habt ihr hier nicht. Das heißt, tauscht euch hier aus, um hier die Erfahrung zu machen, wow, ich kann über mich und meine Schwanzkomplexe reden und da kommt, ey, kenne ich auch. Statt da kommt, naja, okay, wenn ich dich mit meinem Ex vergleiche, das, oder was auch immer. Ich will einfach nur sagen, nutz das hier, um die Erfahrung zu machen, ich kann sexuell mich nackt machen und es kann sich safe anfühlen und es kann anderen Menschen auch was bringen. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist auch ein bisschen wie, wenn du sagst, Veit, das ist diese Idee, es gäbe ein Endziel. Ich glaube, ein Teil des Problems ist, dass wir bei sexuellen Ideen oder Konzepten seltenst von Ideen oder Konzepten reden. Wir reden immer von einer energetischen Ladung, die ab einer bestimmten Intensität, wie in so einem Druckkochtopf, einfach dahin konditioniert wurde. Das heißt, da braucht's was, wo ich sozusagen sagen würde, mach Solo-Sex-Training mit dir. Kannst du deinen Schwanz mit deinen Händen genauso weich, genauso liebevoll, genauso bedingungslos umarmend berühren, wie du das gerne von der Frau deines Lebens hättest und von deren Vagina? Kriegst du das hin? Oder ist ihre Vagina dafür zuständig? Und da sind wir bei diesem Punkt. Und das ist so schön, Veit, mir kommen fast die Tränen. Es braucht ja wohl nur solche Frauen. Die, wenn Frauen in dieser Gesellschaft nicht auch so sexuell verkorkst worden wären, dann wäre das, glaube ich, eine ganz archetypische, natürliche Ordnung, dass Frauen mit sexueller Erfahrung sagen, hey, wow, du beginnst Sex zu haben, komm, ich zeig dir den Kosmos und wir werden jetzt ganz schön auf die Schnauze fallen und es wird hundspeinlich und es wird das Geilste der Welt. Eigentlich, ich glaube, so ist es. So braucht es das eigentlich. Und das habt ihr nicht. Und wir hatten das auch nicht. Und da zu sagen, okay, ich lerne mein eigener bester Lover zu werden. Weil das nämlich bedeutet, du gehst in ein Gespräch mit einer Frau rein und du bietest energetisch nicht mehr an, dass man dich verachtet und auf dich draufhaut. Und so sehr es mir leid tut, damit laufen die Männer unterschwellig rum, weil sie sich selber beschissen finden, wenn sie mal über ihre Gefühle reden oder darüber reden, dass sie nicht immer einen hochkriegen. Und das ist das Problem. Das Problem ist nicht, ob du einen Ständer hast oder nicht. Das Problem ist, dass du sagst, hau auf mich drauf, denn ich habe versagt. Hör auf, der Frauenwelt anzubieten, dich zu verachten, nur weil du nicht funktionierst. Zu funktionieren, jeder Idiot kann funktionieren. Jeder Feigling funktioniert. Darum geht's nicht mehr. Das ist überhaupt nicht sexy genug. Für nichts, schon gar nicht für dich. Das heißt, da ist wirklich dieses radikale, okay, es ist nicht fair, mit wie wenig Information, mit wie viel Entwicklungstrauma sexuell oder Schweigetrauma wir aufwachsen mussten,
Und jetzt wird der Job gemacht. Jetzt werden wir das uns aber beibringen. Unsere Söhne sollen es besser haben und unsere Töchter sollen sich safe fühlen. Mhm. Und das ist in dem Sinne, ist es nicht so sehr, krieg die Idee weg, dass es um ein Endziel geht, sondern hältst du denn deine Kraft aus, wenn du sie nicht aus dir raus ejakulierst? Das musst du wahrscheinlich üben. Und am Anfang sagst du, oh, es geht nicht, weil jetzt drückt sie in den Eiern. Okay, schüttel dich, atme. Du kannst ja trotzdem ejakulieren, aber versuch dir nach und nach den Raum zurückzunehmen. Ja. Das ist mein Take, weil im Endeffekt, ich glaube, was wir verbal sagen, ganz ehrlich, ich bin keine GFK-Lehrerin. Es gibt fantastische GFK-Coachings und so weiter. Das kannst du alles da draufpacken, deine Ich-Botschaft und so weiter. Aber wenn du energetisch als Mann aufhörst, dich im Bett für ein Problem zu halten und anfängst zu sagen, ich bin so ein King undercover, ich bin so ein angeschossener Hero und es tut mir leid, dass das auch das Angeschossene ist, sieht ein bisschen schrammelig aus und mir ist es auch peinlich. Aber gut, dann bleibe ich halt mit meiner Scham im Rennen, statt mich hier in so eine Maske zurückzuziehen. Ja. Das finde ich strong. Und dann habe ich als Frau so dieses, der bietet mir gerade nicht an, mit ihm über seinen Wert zu verhandeln. Und dann sitze ich da und spüre den Trigger und denke, ich kann jetzt ins Drama gehen. Ich kann auch sagen, wenn ich das jetzt mal alles wegnehme von dir und mir, ich kenne sowas. Und dann sind wir Menschen. Und dann haben wir nicht dieses Mann-Frau-Ding. Und von dort aus öffnest du als Mann einen Raum, der für alle Beteiligten so heilsam ist. Mhm. Frauen wollen nichts anderes im Bett, als sich safe zu fühlen. Mhm. Wenn Sicherheit im Nervensystem wieder da ist, bei dir und bei ihr, dann brauchen wir nicht mal dieses ganze Wissen, wie geht es denn, oder diese ganze Technik. Aber das, was safe ist, ist halt wirklich, also wie gut vergraben. Und deswegen bitte, bitte lass uns graben. Ja. Ja, genau. So schön. Ich finde, das ist ein wunderbarer Art, das auszudrücken. Und für alle Männer, die das jetzt gerade sehen, ihr könnt euch schon mal vorfreuen. Also wir haben eine extra Session nur zum Thema Selbstbefriedigung, weil ich, da gebe ich dir völlig recht. Also das war für mich so ein Durchbruch. Erstmal überhaupt zu verstehen, was habe ich gemacht die ganze Zeit? Ich habe meinen Körper, dieses Resonanzwerkzeug, selbst nicht verstanden. Wie kann ich das auch? Ja, gibt kein Schulfach. Du schleppst es zur Frau. Mach es an! Ping! Kosmische Ekstase! Und merke und tu vor allen Dingen so, als wenn du nicht mitkriegst, dass ich selbst keine Ahnung habe von dem Ding. Und der Durchbruch, sie ist krass. Ja. Und der Durchbruch war für mich wirklich ein super, super Buch zum Thema Selbstbefriedigung. Und überhaupt erstmal zu verstehen, dass das, was ich bis jetzt als Orgasmus Begriff war, eine sehr, sehr rudimentäre, kurzfristige Entladung nur in einem kleinen Bereich meines Körpers ist. Mhm. Und dass mein Körper die Möglichkeit hat, also von oben bis unten auf eine Anweise zu britzeln, dass, ich sage jetzt mal, dieser Abschuss am Schluss überhaupt nicht mehr wichtig ist. Ja. Und ich möchte ganz, ganz kurz eine Fußnote, so, einfach weil du an dieser Stelle wahrscheinlich jetzt nicht ins Detail gehst und das hier ja auch nicht die Session über Selbstbefriedigung ist. Dieses Britzeln im ganzen Körper, sehr wahrscheinlich, was Veit meint, ist also nicht, sondern eher das Britzeln schaltet sich frei, indem du aufhörst, mit deinem Panzer Richtung Starkstrom, super mega Sex zu ochsen. Das ist also ganz kurz, einfach nur so, damit das klar ist, weil ansonsten ist das so, oh, bei mir britzelt es nicht, ich muss mehr machen. Also, nein, relax, mach weniger. Es ist unter der Action, es ist nicht durch mehr Action, bitte nicht. Ja, sorry, hab dich unterbrochen, aber nein, das war mir richtig. Nein, das war eine wichtige Ergänzung. Also für mich ist wirklich so, also es auszuhalten, dass ich das langsam, langsam, langsam aufbauen kann und dass ich auch im Laufe dieser Bio, ich habe ganz viel mit Bioenergetik gearbeitet, ne, und auch mit Trance-Tanz, also wirklich zu spüren, wie der Körper sich selbst wieder befreit, also zu spüren, wo die Blockaden sind, wo es hängen bleibt. Und dass über dort, wo es hängen bleibt, dann immer sofort die Idee da ist, okay, jetzt muss ich kommen. Ja. So, ne? Anstatt zu sagen, nee, komm, atme jetzt einfach mal sanfter. Ja, es ist wie an die Schwelle und ausbreiten lassen. Genau. Und es ist auch ein bisschen wie, du gehst in deine sexuelle Energie und du schaltest sie an wie so ein Motor, aber eigentlich ist es gar nicht, damit du sexuell gerade Spaß hast, sondern es ist, damit dein Nervensystem überall sich von seinen Blockaden heilen darf, indem es mit einem Strom von Freiheit konfrontiert wird, den es dann nutzen kann, um überhaupt diese Brandung gegen diesen Staudamm wieder zu spüren. Das heißt, es ist ein bisschen wie,
ich biete an, meine sexuelle Lust oder meinen Fokus auf Sex für den Moment zu opfern, damit mein Zwerchfell atmen kann. Und das ist nicht sexuell. Und das ist dann vielleicht eher Wut oder Todesangst oder Liebe oder Traurigkeit. Und aber das hat was Selbstloses, wie meine eigene sexuelle Energie einsetze, damit mein Nervensystem sich von egal welchen Wunden wieder heilen darf. Und die Wunden, die dein Nervensystem als erstes heilt, sind auch die, die du am nötigsten hast in der Selbstheilung. Ey, wie cool ist das? Dann seid ihr lauter Kings, die Frauen nicht brauchen. Und das macht euch zu gut Lovern, dass ihr es nicht nötig habt, dass wir euch sagen, dass ihr großartig seid. Denn wenn wir euch sagen, dass ihr scheiße seid, dann müsst ihr trotzdem dastehen und sagen, dann hat sie sich halt geirrt. Das müsst ihr hinkriegen. Alles andere ist Abhängigkeit. Ja. Und andersrum genauso. Ich meine, wollt ihr kleine Püppchen, die brauchen, dass du sie toll findest? Ganz ehrlich, nein. Ja. Sorry, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Jetzt lasse ich dich ausreden. Versprochen. Ich lasse mich von dir gerne unterbrechen. Hast du für ganz praktisch, weil du arbeitest ja auch sehr viel mit dem Körper, für Männer ein paar wirklich ganz praktische Sachen? Also schütteln kann ich nur bestätigen. Klingt so banal, ist extrem powerful. Also gerade, was du gesagt hast, dieser Kontrollverlust, den man dabei erfährt. Aber hast du noch andere Körpermethoden, Ansätze, von denen du sagst, hey Jungs, das ist cool, um das System überhaupt erstmal wieder zu lockern. Ja, habe ich. Also das eine ist tatsächlich ganz Körperschütteln, nochmal ganz spezifisch. Es muss im Stehen sein, es muss mindestens 5 Minuten sein. Es muss quasi mehr Schütteln sein als das, was du machen willst. Denn alles andere ist so, ja, also Starkstromextase ist es jetzt nicht. Okay, fahr 10 Gänge hoch. So, also das einfach nochmal im Stehen und gerne irgendwie zu guter, klarer Musik und so weiter. Stampfen, tanzen, brüllen natürlich. Eine weitere Sache, die sehr hilfreich ist, ist, du kennst vielleicht diese Faszienrollen, ansonsten super easy im Internet zu finden. Nimm am besten den Härtegrad Medium oder Pro und damit vom Becken aus die Außenseite, die Vorderseite, die Rückseite, die Innenseite der Beine nach oben und nach unten zu rollen. Findest haufenweise Demo-Videos auf YouTube und so weiter. Das wird in der Physiotherapie und in der Sporttherapie und so weiter wird das irgendwie eingesetzt. Ist mega hilfreich. Ist eine 30-Euro-Investition, die wirklich deine Energieadern in den Beinen öffnet. Und zwar ist bei dir besonders wichtig, wenn wir über Sex reden, die Innenseite deiner Oberschenkel und die Außenseite deiner Oberschenkel. Und an der Außenseite deiner Oberschenkel vermute ich, es tut weh wie Sau. Und das ist leider die Verbindung aus Erdung, Selbstwertgefühl und Wut. Das heißt, da gibt es was von, wenn du ein großes Problem mit Wut und Aggression hast, bitte freunde dich mit Wut und Aggression an, weil es essentiell ist dafür, dass du für dich gehen kannst. Und das ist auch essentiell, und das ist ein geiles Wort, was du da gesagt hast, Veit, lernen auszuhalten. Wie bitte, Veit, du musst lernen auszuhalten, Spaß zu haben? Ja, genau, das ist das Training. Denn wir alle halten Leiden aus, das Gegenteil von Spaß. Zu üben, auszuhalten, Spaß zu haben, bevor Spaß, sexueller Spaß wirklich Spaß macht, das ist am Anfang diese Aufbrecharbeit von diesen Energieadern in den Beinen. Das heißt, Außenseite, Oberschenkel, runterrollern, durch den Mund atmen, Töne machen, nicht über eine Schmerzgrenze, aber es wird wehtun. Und das super gerne, wenn du das machen magst, sozusagen aus der sexuellen Erregung auf die Faszienrolle, Außenseite der Beine nach unten. Denn der Punkt ist auch, weißt du, wenn sexuelle Energie nur in den Genitalien sein kann, dann irgendwie im Kopf jetzt noch die geilste Fantasie und dann bist du gekommen, dann gibt's genau 2 Hotspots im Körper. Und da passt einfach nicht so viel Energie rein, wie wenn du deine Beine freischaltest, auch noch ein sexueller Ekstaseraum zu sein. Das heißt, dieses, ey, ich kann laufen, gehen in Ekstase, kommt über die Beine und das mit Abstand, effektivste und brutalste sind Faszienrollen der Stärke Pro. So, genau. Kannst ja super gerne irgendeinen guten Link hier drunter packen, so, aber das Kings, das ist echt, das ist gut. Also ich mache es in meinen Gruppen rauf und runter und sie würden anders laufen und es ginge langsamer, wenn wir es nicht rauf und runter machen würden. Das ist das eine. Und das andere ist, aber bitte, bitte safe. Pass auf, ist es okay, ich sag was die Männer auf eigene Verantwortung machen, weil ich es nicht, okay. Sind ja groß. Okay, gut. Also, Kopfstandhaltungen. Du musst dafür keinen Kopfstand können, auch keinen Handstand. Es gibt die sogenannten Kopfstandhocker, die heißen Feet Up vom Yoga oder Kopfstandhocker. Ich glaube, es ist eine Investition um 80 € oder so etwas. Aber wenn du aus der sexuellen Erregung heraus ganz sanft, ganz langsam
an die Wand gelehnt, dich einfach über den Kopfstandhocker in die Aufrechte bringst. Also du bist so abgestützt, dass du völlig safe auf den Schultern das Gewicht hast, den ganzen Körper in die Luft streckst, die Arme über die Beine, die Füße sind ganz weit oben und dort oben schüttelst, dann hast du die Möglichkeit, dieses Ganzkörperschütteln wirklich in einer kompletten Reset-Haltung durchs gesamte Nervensystem rauschen zu lassen. Und ganz ehrlich, das ist so krass, wie sehr diese Selbstläufer in die sexuelle Konditionierung bei Männern eingebaut sind, dass ich das ist eine sanfte Methode und es ist eine Korkenzieher-Methode, die sozusagen, die so originell ist, dass sie deine Routine und deine Kultur im Nervensystem aus wirklich ausnockt. Und ich sage deshalb auf eigene Verantwortung, weil du wirst merken, wenn es dir nicht gut tut. Ich sage nur, bitte am Anfang nicht übertreiben. Ich habe es auch am Anfang irgendwie übertrieben, als ich dachte, wow, ist das cool, es öffnet ja, wer weiß was. Und hatte danach, glaube ich, eine Erfahrung, die man als Kundalini-Krise bezeichnen muss. Und damit sage ich, es ist nicht lustig. Das ist kein spiritueller Honeymoon. Das ist, fuck, hier ist eine Kraft am Werk, die kann mich mal eben verbrutzeln. Das heißt, das ist einfach, ey, wir arbeiten hier mit Schöpfungskraft. Und wenn du dich als Mann unterschätzt, dann unterschätzt nicht, was in dir sich freischalten kann. Slowly, Stück für Stück. Aber das ist ein unfassbar tolles Tool. Sehr, sehr, sehr wertvoll. Und das allerletzte finde ich jetzt, also ist ein bisschen wie ferner liefen, wenn du möchtest. Es gibt diese Akupressurmatten. Findest du unter dem Wort, da mit der Rückseite dich draufzulegen, beziehungsweise mit den Fußsohlen draufzustellen beim Schütteln, öffnet halt alle kleinen Energieadern in den Fußsohlen. Und ich habe häufiger das mit Männern gemacht, tut auch ziemlich weh, häufig auch in der Kombination mit Sex und Energie, aber es war wie, die sind danach auf normalen Boden gegangen, haben gesagt, so ist das mit meiner sexuellen Kraft einfach mal da zu sein. Einfach da. Ich muss nicht kommen, ich muss es dir nicht besorgen, ich habe dich nicht nötig, ich hab gerade gar nichts nötig. Ich kann gerade einfach brummen, weil ich selber bin und voll bin mit mir selber. Und das ist auch extrem effektiv. Ja, genau. Das sind meine ganz konkreten Tipps, so auch in der Reihenfolge. Du hast mir gerade ein schönes Stichwort für die Überleitung gegeben. Ich muss gar nichts, ich muss gar nicht kommen. Also für mich persönlich ist das ein Schlüssel zu einer, überhaupt erstmal als Mann in die Situation zu kommen, frei wählen zu können, ob ich sexuell treu sein will oder nicht, wenn ich lerne, meinen Resonanzkörper und die Energie zu halten. Also heißt, zum Beispiel für mich war das der Durchbruch, zu verstehen, ich kann an schönen Frauen vorbeigehen, ich kann mit schönen Frauen Gespräche führen. Ich kann das absolut genießen, dass da was getriggert wird, dass die Energie beginnt zu fließen, aber eben nicht einfach nur im Schwanz und nicht einfach nur im Kopf, sondern im ganzen Körper. Und das war's. Also ich kann es einfach halten und ich muss nichts damit machen. Es ist wie, wenn dieser konditionierte Reflex, den du ja offenbar von vorher auch kennst, wenn der da ist, dieses, boah, ich will Sex haben, wir müssten ja eigentlich, wenn wir jetzt ranzoomen und dem genau zuhören, was du da teilst, sagen, wir wollen mit Sex nichts zu tun haben. Wir wollen die Ablenkung schnell hinter uns haben, damit wir danach wieder fürs Leben da sind. Und das finde ich so spannend. Das hat auch mal ein Mann gesagt. Er sagte, direkt nach dem Sex bin ich so glücklich, denn ich muss für 5 Minuten lang nicht an die Vagina einer Frau denken. Und was sagt uns das darüber, was am Sex das Glückliche ist? Es gibt nicht mehr diese Hypnose, die dich wirklich wie in ein Paralleluniversum, wo dann irgendwie alle Jubeljahre oder Prostituierten gegenüber mal gestanden wird, ey, in uns Männern gehen Dinge ab, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und da ist eigentlich ein Leiden an dem, dass man all das nicht mitteilen darf. Und da ist auch die Überzeugung, in mir passieren diese perversen oder diese sexbesessen oder was auch immer Bilder im Kopf, weil ich tatsächlich problematisch oder sexuell zu viel bin. Um zu merken, es fühlt sich deshalb an, wie ich bin mir zu viel, weil ich es halt die ganze Zeit festhalte. Ich krampfe gegen das Fließen. Und wenn für dich der Durchbruch ist, es fließen zu lassen, ist wie, entspann dich in das Fließen, was sowieso da ist. Und das ist halt wirklich unterhalb von dem, wir denken immer, damit was fließt, müssen wir uns in den Arsch treten. Wir müssen aufhören, uns in den Arsch zu treten. Das fließt schon von alleine. Wir müssen wirklich runterkommen, damit wir abheben können, in der Weise, die nährend und aufregend zugleich ist. Ja, weißt du, für mich war es auch einfach eine wirklich Revolution zu begreifen. Das gehört mir.
Ich muss damit nichts machen. Ich muss die Energie nicht irgendwo hinbringen. Ich muss jetzt nicht irgendeinen Abschuss hinnehmen. Ja. Ich muss nicht mal eine Fantasie gehen, was ich jetzt damit machen könnte. Sondern, und du musst niemandem was beweisen. Exakt, sondern diese Energie gehört mir. Ich muss mich auch nicht schuldig fühlen dafür, dass ich, was weiß ich, im Frühling, dass mich jeder Baum erregen könnte, weißt du, der gerade Blüten treibt. Stichwort Pornografie. Ja. Darüber möchte ich gerne mit dir reden, weil es ist ein sicher nicht nur für Männer, aber ich vermute mal mehr für Männer ein Thema von hin zu totalen pornografischen Exzess schuldbehaftet bis hin zu, oh Gott, das machen wir auf gar keinen Fall. Für mich war es vor vielen, vielen Jahren ein spannender Exkurs, einmal da in dem Bereich abzudriften. Ich muss es einfach so nennen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe es einfach mal ausprobiert und plötzlich habe ich angefangen, vor meinem Bildschirm zu sitzen, mir einen runterzuholen und irgendwann einfach gemerkt, das bin nicht ich. Das bin nicht ich, was da passiert, aber es passiert eine komische Rückkopplung zwischen mir und diesen Bildern, die erstmal scheinbar Sex einfach machen, aber tatsächlich mich von dem wirklichen, ich sag jetzt mal, von dem wirklichen Auseinandersetzungs- und Experimentierfeld wegholen. Mhm. So. Ja. Und deswegen ist mir ein großes Anliegen, also Männer einzuladen, erstmal den ganzen Schuldballast loszuwerden, was das Thema betrifft. Und sich dann aber auch ganz ehrlich und nüchtern anzuschauen, okay, was macht es tatsächlich mit mir? Was macht es mit meinem Gehirn? Mhm. Und ist es für das tiefe Empfinden, was ich mir in Sexualität wünsche, wirklich förderlich? Mhm. Wenn ich dich richtig verstanden habe, forschst du gerade dazu. Mhm. Ja, das ist tatsächlich, wie gesagt, mir halt immer sehr suspekt, wenn es Männern sehr leicht fällt, auf sich selber draufzuhauen. Und das ist halt bei diesem Konsum speziell von Hardcore-Pornografie oder speziell, wenn es irgendwie im gewalttätigen Sex geht oder irgendwie so absurde oder perverse Praktiken oder was auch immer, ist es halt, also das, was mir auffällt, ist nicht, okay, ich höre dich und du guckst dir hier irgendwie den ganzen Tag Gangbang-Pornos an. Das ist nicht so, wie kannst du nur, sondern es ist so dieses, ey, wie kannst du jetzt auch noch auf dich draufhauen? Als hättest du noch so viel Kraft übrig, wenn du fünfmal am Tag jetzt abspritzt. Also ein bisschen wie so, ey, das jetzt nicht auch noch. Und das ist ganz allgemein zum Thema Schuldgefühl. Ich denke, wir alle fühlen uns schuldig für Dinge, bei denen wir uns selber erzählen, wir wollen damit aufhören. In Wahrheit sind Schuldgefühle ein ziemlich guter Indikator dafür, weshalb sich nichts ändern wird. Weil Schuldgefühle sind wie, die sind wie der Schatten der Sucht. Das gehört einfach zusammen. Und der eine Punkt ist, und das kenne ich auch von Porno, es ist wie, man reicht der Sache den kleinen Finger und das ist ein bisschen wie, man kann es mal ausprobieren, und plötzlich ist die ganze Hand drin. Man denkt so, what? Was ist denn hier? Also es ist wirklich, das menschliche Gehirn kann so geschult werden, dass es da so drauf rutscht und auf nichts anderes mehr irgendwie richtig reagiert. In dem Sinne ist natürlich die Intuition total on, wenn sie sagt, ganz ehrlich, das ist nicht wirklich das, wie ich mein Sexleben verbringen will. Und es wird aber eine Schneise, die so zuverlässig funktioniert, dass es verführerisch ist, diese Zuckerbombe zu nehmen. So, und jetzt gibt es aber einen Punkt zum Thema Hardcore-Pornografie, den ich sehr spannend finde. Und das ist, sagen wir mal so, wenn du auf Hardcore-Pornos stehst, oder jetzt auf Pornos, jetzt mal Sammelbegriff, dann tust du das nicht nur deshalb, weil du süchtig danach bist, dich abzulenken oder weil du süchtig danach bist, deine sexuellen PS nicht auf die Straße zu bringen, sondern im Gegenteil, weil Pornos in einer verkleideten und innerlich problematischen Weise, ja, dir eine Energie im Sex zugänglich machen, die diese sexuelle Kultur dir vorenthält. Das heißt, die Entfesselung und auch, dass man kann das überleben, wenn man sich als Mann sexuell so gar nicht zurückhält. Und die Frau überlebt das nicht nur, sondern die hat dadurch den besten Sex ihres Lebens oder was auch immer. Zumindest findet sie es ganz toll und macht es morgen wieder. Das ist eine Message, die du halt nicht hast, wenn du in dieser Kultur aufwächst und versuchst, der gute Junge zu sein. Das heißt, es gibt was wie diese Parallelwelt von Porno, so künstlich sie ist, zeigt dir, was auf der energetischen Ebene unterhalb von dieser Kultur realer ist. Und das ist nicht, wir fallen entfesselt übereinander her und sind als Feuerwehrmänner verkleidet. Nein. Aber
wie gesagt, unter der Verpackung und sogar unterhalb dessen, dass es da primär um Sex geht, gibt es eine Message im Porno, bei der ich verstehe, dass du gesund bist, wenn du nach ihr süchtig bist. Das ist gesund. Du witterst dein eigenes Potenzial, wenn du sagst, ey, fuck, ich fahre darauf ab. Und dann bitte ich dich, wie nicht so auf die Bilder zu starren, ja, aber das kann man doch nicht machen und ist doch voll sexistisch oder auch noch rassistisch, auf was ich hier stehe, sondern guck durch das Bild durch. Wir können uns ja später darüber unterhalten, wie es der Frau geht und was das mit deinem Frauenbild und so weiter zu tun hat. Aber guck durch das Bild durch und spür die Energie. Und das, was ich dich bitte auszuprobieren, wenn du neugierig bist, ob das, was Veit und ich hier sagen sozusagen, ob das für dich Sinn macht, ist, guck dir mal Pornos an, die wirklich gut für dich funktionieren, also richtige Turn-ons, und gleichzeitig stell dich hin, atme wie verrückt, Hände auf und nieder werfen, auf und nieder brüllen, auf und nieder springen, zwischendurch wichsen, wenn du möchtest, und gleich weiterschütteln und versuch dein Nervensystem in so ein Excitement, in so eine Aufregung zu bringen, dass du mit dem Porno, mit dem, was da passiert auf dem Bildschirm, energetisch mithalten kannst. Also Challenge 1 ist, halte mit. Dafür ist auch gut, du fängst an, dich zu schütteln, bevor der Porno losgeht, denn die sind ziemlich schnell und dann musst du schon hochgefahren sein mit deiner Kraft. Und Challenge 2 ist, überhol den Porno. Es ist wie, sei so in deinem Schütteln. Und deshalb, Veit, Trance-Tanz, das ist so ein Game-Changer, weil es kommt aus einer Zeit und aus Kulturen, die hatten diesen Verflachungs-Hollywood- Kuschel-Shishi noch nicht. Und ich habe nichts gegen Kuscheln. Ich habe nur was dagegen, dass wir kuscheln, weil wir uns nicht mehr trauen, einander die Wahrheit zu sagen und dann kollabieren in so eine Art von sich gegenseitig streicheln, bis die Frau sagt, also so einen richtigen Mann hätte ich auch mal gerne wieder. Das ist halt wirklich von uns allen gemeinsam produziert, weil Hollywood genauso toxisch sein kann wie Pornos. Und wenn du den Porno überholst in dieser Starkstromintensität, dann ist es wie, du gehst in die Essenz dessen, was dich da gecatcht hat, im schlimmsten Fall süchtig gemacht hat, und du erkennst, die Essenz der Sucht ist in mir drin, kostet mich kein Geld, und die Essenz der Sucht ist besser als ihr mit euren teuren Produktionen für die Pornoindustrie. Und das ist der Punkt, an dem du viel freier bist als jemand, der sagt, Pornos würde ich mir nie angucken, weil du sagst, ey, ich bin Mann in dieser Welt. Ja, es gibt hier Pornos, hat sich rumgesprochen. Ja, ich kann mir Pornos angucken. Und wisst ihr, was das Geilste an Pornos ist? Ich brauche sie nicht. Aber ich kann sie mir angucken. Und wenn du willst, dass ich mich dafür schuldig fühle, sorry, nein. Und das meine ich wieder mit diesem nicht käuflich sein von der Außenwelt. Mhm. Es ist wie, ich will gar nicht, dass Männer sich keine Pornos angucken. Ich will, dass Männer ihre Freiheit und ihre Kraft vertreten, egal was sie wählen im Leben. Aber es muss eine Wahl sein. Es muss eine Wahl sein. Das Nichtgewählte ist immer unbefriedigend, egal wie gut der nicht gewählte Sex war. Das ist immer noch... dass es immer noch es richtig machen. Mhm. Ja, also das ist wirklich tatsächlich, also wenn du Lust hast, Veit, das hier so ein bisschen freizugeben für Dinge, die du richtig ausprobieren kannst, dir im Programm, teste das. Guck dir ein Porno an, der am besten länger als 5 Minuten dauert und den du kennst und wo du weißt, dass der funktioniert. Und stell dich hin, spring auf und ab und versuch nicht unbedingt sexuell, aber versuch unbedingt im Springen und Atmen und Stampfen und Schütteln und Toben und Zähne fletschen und in so einem animalischen Stampftanz. Versuch mit dieser Intensität mitzuhalten. Denn ich glaube, Pornos werden ihre problematischen Seiten über Nacht einfach verlieren, wenn wir eine ekstatische Kultur sind, die ihren Wert in sich wieder kennt. Und ich glaube, dann macht es immer noch Spaß, Pornos zu produzieren oder zu gucken oder. Aber es ist halt so wie, ja, man kann alles Mögliche machen. Es ist halt unschuldig. Mhm. Es ist halt frei. Ja. Ja. Im Grunde genommen, wenn ich dir so zuhöre, eine Form von pornografischer Schattenarbeit. Also ich nenne es Hardcore-Embodiment, genau. Ja, genau, also, ja, Schattenarbeit. Was ich voll genau nachvollziehen kann, ist dieses, okay, die Sogwirkung hat erstmal, finde ich, eine ganz klare neurowissenschaftliche Grundlage, also weil mein Dopamin einfach voll ausgekickt wird. Aber was du gerade sagst, da gibt es ja was, also wir sind ja unglaublich komplexe, erstmal auch total widersprüchliche Wesen im Sex, ja. Also wir haben eine Seele, wir wollen ganz feinfühlig sein, wir wollen den anderen, die andere sehen, wir wollen richtig da sein und so weiter. Und dann gibt es, ich sage mal, dann gibt es ein Reptil, was einfach nur rammeln will, was rammeln und ficken will und oder was erobern will, was auch immer. So, und wenn ich dich richtig verstanden habe, also erstmal überhaupt zu akzeptieren, da gibt es eine Energie in mir, die in Resonanz geht mit diesen Bildern. Mhm.
Und in dem Moment, wenn diese Resonanz hergestellt ist, also mir wirklich zu erlauben, die Augen zu schließen, in meinen Körper zu gehen und das zu ownen, also erstmal wirklich zu mir zu holen und sagen, das ist nicht das Porno, das bin ich. Ja, genau. Es ist wie das Problematische. Also sozusagen das Problematische ist auch nicht das rammelnde Reptil. Das Problematische ist, wenn erwachsene Männer zu Milliarden lernen, die kleinen, guten, devoten Jungs bleiben zu müssen, die niemals wirklich kraftvoll Männer sein dürfen. Und dadurch passieren all diese Abspaltungen. Ich meine, genau wie du sagst, Veit, das ist die Schattenarbeit. Und es ist wie der Schatten, der im Porno ausgelebt wird und der da auch noch gut geht, der macht dich deshalb an, weil ein Schatten ein Highway ist in mehr Energie und mehr Selbstliebe und mehr Freiheit. Das heißt, es ist wie, wenn es irgendeinen Booster in deinem Leben geben soll, renn in deine Schatten rein. Also es gibt nun wirklich nichts Effektiveres. Und das ist halt die Summe dessen, worauf du nicht stolz bist und was du dir über dich auch nicht anders erklären kannst, als dass du eben ein Problem bist. Und an dieser Stelle finde ich es unglaublich lohnend, dass speziell ihr euch hier unter Männern wirklich auch mit diesem Terror auseinandersetzt, ey, was passiert, wenn wir unsere Kraft nicht zurückhalten? Weil ich als Frau habe in dieser Kultur gelernt, ey, ich werde vergewaltigt, wenn ich unvorsichtig bin oder wenn Männer sich nicht zurückhalten. Das heißt, ich bin das konditionierte Opfer und ich hoffe, dass du dich zurückhältst. Und der Terror in dir ist viel schlimmer, weil der Terror in dir gilt dir selber. Denn du wirst vergewaltigen, wenn du dich nicht zurückhältst. Und oh, wenn wir aufhören würden, uns abzuspalten von all diesen unterschiedlichen, komplexen Aspekten und Energien, wie du sagst, Veit, wenn wir aufhören, uns davon abzuspalten, dann geht dann nichts mehr auf Autopilot und brennt mal eben die Welt nieder. So bist du nicht designed. Das passiert im Design durch die Spaltung in den Schatten und das, was nie sein darf und das, was sein muss. Und das ist einfach, das ist eine Zeitbombe. Ich würde sagen, die meisten sterben einfach nur, bevor die Zeitbombe richtig hochgeht. Aber einige halt nicht vorher. Mhm. Und dadurch haben wir diese Monster-Stories. Und das ist so wichtig. Das Reptil in dir, das Ficken wollen in dir, ist kein fucking Problem. Das Problem ist, dass wenn du in die Nähe von diesem Starkstrom in dir drin kommst, du sagst, oh, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich nicht. Und dann am Ende bleibt eine sehr schale, routinierte Nummer übrig. Mhm. Und natürlich merkt jede Partnerin, das merkst du auch bei der Frau, wenn sie sich ständig verkrampft, um was weiß ich, vor dir zu verstecken, dass sie Zellulite hat oder so etwas. Wir merken, wenn wir mit einem anderen Menschen alle Energien am Start brauchen, um den Tanz abenteuerlich und neu und heilsam und aufregend für alle Beteiligten zu machen. Wir merken, wenn jemand die Hälfte rausschmeißt. Mhm. Und ganz ehrlich, es nervt euch doch zu Tode, dass wir nicht aufhören können, uns über unser Make-up beim Sex Gedanken zu machen. Es nervt uns zu Tode, dass ihr mit so viel zurückgehaltenem Atem und so weiter da seid. Und jetzt atmet nicht deshalb tief, weil ich es gerne von euch hätte. Ich bin nämlich eine Frau, du sollst es dir recht machen. Du sollst es nicht uns recht machen. Das kommt schon von selber. Aber das hier ist echt so, ey, kann ich mir für mich wieder gönnen, mich zu spüren? Und du schuldest es nicht, Frauen aufzuhören mit Pornos. Du schuldest es dir selber aufzuhören mit den Schuldgefühlen, wenn du dir Pornos anguckst. Guck sie weiter, bis du die Schuldgefühle verlernt hast. Und von dort aus würde ich sagen, man überholt den Porno über oben. Man holt sich nicht davon runter. Das ist brutal. Das ist wie eine künstliche energetische Depression, um nicht das Highlight von mehr Energie auszuhalten. Mhm. Ja. So, jetzt kommt die Challenge. Ich mach das als Mann. Ich lerne diese Energie für mich kennen. Und mal ganz ehrlich, wenn ich allein mit mir bin, mit meinem Porno, ist das total safe. Da kommt keine Frau durch den Bildschirm gesprungen. Ich muss mich... Sie tut aber alles, damit es so aussieht. Zumindest die Kamera. Ja, genau. Können wir noch einen Close-Up haben? So. Aber ich skizziere jetzt einmal mal einen Fall. Also ich spüre wirklich meine Energie für mich allein, kann ich die schon halten. Und da draußen sitzt meine Ehefrau, mit der ich seit 10 Jahren verheiratet bin und da ist eine Gap. Mhm. So. Dieselbe Gap, die sie wahrscheinlich auch hat. Mhm. Ja, mit ihrer wilden Seite, mit all dem, was sie für verrucht hält und so weiter. Mhm. So. Und was jetzt, glaube ich, ganz häufig passiert bei Männern, ist, ich fange an, meine Projektionsflächen zu spalten. Also meine Frau wird meine Frau. Ja. Mhm. Im schlimmsten Fall meine Mutti. Mhm. Ja. Ich kriege immer eine totale Horrorgänsehaut, wenn ich bei Familien bin und wenn Männer anfangen, über ihre Frau den Kindern gegenüber sagen, die Mutti hat gesagt, etc. Dann weiß ich so.
Und ich fange an, natürlich, das geht ja gar nicht anders, weil ich brauche als Mann auch für diese Vitalität, ich brauche diese Projektionsfläche, ich nenne sie jetzt einfach mal die Hure, die Archetypin der Hure. Also fange ich an, woanders danach zu suchen. Und das finde ich für zwei Beziehungen, ich finde es total unfair und ich finde es absolut verheerend. Weißt du, was ich meine? Ja, man behandelt Frauen auch weiterhin als das fragile und schwache Geschlecht. Und wir sind fucking nicht nochmal das schwache Geschlecht. Wir wurden dazu gemacht, das über uns selber zu glauben. Und das ist einfach nicht fair, uns zu unterschätzen. Es ist nicht fair, auch uns die Wahrheit vorzuenthalten, damit wir nicht an unsere Wut kommen. Und es ist aber gleichzeitig, du schuldest es ja deiner Frau nicht, mit ihr ehrlich über deinen Pornokonsum zu sein. Aber es gibt was von... Dieses All-Inclusive und dieses alles in dir drin heißt halt auch, diese unterschiedlichen weiblichen Archetypen oder Begehrensformen sind halt auch in dir drin. Und das ist so verführerisch und das ist so ein unorigineller Klassiker, dann zu sagen, das besorgen mir dann die anderen Frauen. Und das kommt ja auch in dem Hintergrund von den Ehefrauen, die dir eine Mail schreiben, Mann, feit, musst du mit Sexarbeiterinnen darüber reden, was Männer gerne hätten? Die sagen den Leuten natürlich, dass das ein Deep Throat ist und das ist vielleicht nicht das, was wir so dringend den ganzen Tag zu tun haben mit unseren Männern. Und da kommt ja genau diese Wunde von, wir wissen doch, wie das läuft. Die Huren sind die Guten und die Bösen und wir sind die Guten, aber die Loser als Ehefrau. Und das ist, was ich mir so wünsche, ist, wenn du eben mit dieser Porno-Challenge zum Beispiel für dich völlig safe erstmal einfach in diesem Schütteln und in diesem Vibrieren bist, theoretisch, wenn wir uns vorstellen, du beschließt, dass du anfängst mit deiner Frau darüber ehrlich zu reden, wenn du das für dich und für dein Aufhören, dich zu verstecken mit deiner Wahrheit und mit deinen Prozessen, wenn du das dafür gerne hättest, würde ich erstens sagen, tu es, während King is back und sagt, das ist irgendwie, die gucken da alle Pornos, die sind übrigens alle viel schlimmer. Also, keine Ahnung. Würde ich erstmal sagen, so ein Forum auch für alle, die schon mal überlebt haben. Das wäre jetzt das eine. Das zweite ist, zwei Dinge. Und zwar erstens, ich würde anders vorfühlen, wie sehr der Körper, das Nervensystem deiner Frau damit in Resonanz geht, im Sinne von, kannst du ein ganz körperliches Schütteln bei Stresssituationen auf der Arbeit, kannst du ihr das erzählen? Kannst du dich mit ihr zusammenschütteln vor dem Sex? Kannst du dich mit ihr zusammenschütteln, wenn der Kindergeburtstag stressig ist? Also überhaupt erstmal kann im Zweifelsfall gemeinsame Energie vibrieren, während Überwältigung oder Stress im Feld ist. Das wäre dein Notnagel für den Fall, dass bei ihr hier oben die Trigger durchbrennen und du sagst, wow, ich bin total aufgeregt und neugierig, wie du das findest. Ganz ehrlich, können wir uns schütteln? Ich bin so nervös. Ich meine, und dann wie so ein Schüttelritual, um einfach überhaupt in beiden Nervensystemen etwas an den Start zu bringen, was einander nachfühlt, unterhalb von den Worten. Denn das Gefährlichste ist das Wort Porno. Mhm. Und dann teilst du das mit, was du mitteilst. Eine ganz wichtige Sache ist, du wirst, der Punkt, durch den es dir schwerfällt, mit deiner Frau darüber zu reden, ist erstens die Angst vor ihr, vor dem, dass sie dich verlässt oder wütend auf dich wird oder. Das heißt, das ist einfach mal dein Todesangstschütteln, was wir zuvor in dieser Aufzeichnung bereits besprochen haben. Go for it! Und das andere ist das Thema Scham. Und das würde ich dir auch für Pornos empfehlen, dass du die Hände warm reibst. Also bei Pornos hast du ja dieses, also du bist ja im Close-Up, im Superfokus auf den Close-Up, aufs Close-Up, auf dem Bildschirm. Und dass du die Hände zwischendurch auf die Augen legst und die Augen wirklich nach innen entspannst. Und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, wenn deine Augenmuskeln wirklich in dieser Dunkelheit entspannen, kannst du überhaupt keine Bilder mehr fokussieren. Je entspannter deine Augen sind, desto mehr gehen sogar psychotische Bilder, so wurde es nämlich getestet, wirklich weg, weil die Augenmuskeln so entspannt sind, dass diese Bilder gar nicht mehr einschießen können. Und das muss bei diesem Schamthema von und auch wenn du vor deiner Frau sitzt, fokussier sie nicht wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern entspann deine eigenen Augen und spür dein eigenes Gesicht. Spür dein eigenes Gesicht. Auch das ist für Scham super wichtig. Wirklich verschieb diese Maske, verschieb diesen Kiefer, der sich beim Pornogucken so verspannen kann. Und dann weißt du, wirklich einfach schütteln, atmen, zu sagen, okay, ich sitze hier, alles in mir kribbelt. Ich habe wahnsinnig Angst, dass es dich verletzt. Und ich habe gemerkt,
Ich schulde es mir und meiner Reise in die Selbstliebe und ich schulde es dir und meiner immensen Hochachtung vor der Kraft und vor all dem, was du an Prozessen diese Beziehung gibst. Ich schulde es uns diese Chance zu geben. Ich möchte was sagen, das spielt für mich eine Rolle. Und die größte Rolle spielte die Scham und die möchte ich heute auflösen. Ich gucke Pornos seit 10 Jahren und ich vermute mit einem Material, das du zutiefst verabscheuen wirst. Und ich bitte dich, mit mir in diesem Raum zu sein und mich anzuschreien und dich mit mir zu schütteln. Und ich bin nicht stolz drauf und ich bin nicht stolz drauf. Denn das, was ich hier gerade mache, ist scheißmutig. Und dann stehst du am besten auf und schüttelst dich und bist bei dir. Anstatt zu sagen, was passiert jetzt mit ihr? Mhm. Und das ist dieses, genau wie du sagst, das ist das Entkoppeln von, wer ist hier Mutti und wer ist es nicht. Mhm. Und das gibt ihr den Raum zu sagen, ey, ich habe hier gerade eine fette Steilvorlage gekriegt für, der traut mir echt was zu. Ja, ich bin scheißgetriggert. Oh, der kennt mich gut. Ich bin echt verdammt wütend auf ihn. Okay, schütteln. Okay, und ich meine, super geile Sache ist, haltet Kissen bereit und macht eine fette Kissenschlacht. Die, ihr könnt euch doch totschlagen mit Kissen. Aber es ist dieses so, ey, lasst diese Kräfte von Rage und Vorwurf aufeinander los in einer safen Weise. Denn dadurch ist miteinander in diesen Kampf einzusteigen, ey, das ist es. Dass wir in den Kampf miteinander gehen, als den Starkstromkontakt miteinander. Und dass wir nicht in der Story Porno und böser Junge hängen, sondern dass wir die Nervensysteme ihren Job erledigen lassen. Und darunter ist die Wahrheit, wir lieben einander. So. Genau, das ist mein Versuch, die Reise zu skizzieren, wie ich glaube, wie sie maximal wahrscheinlich klappt. Der Hauptjob ist deine Absicherung. Alles, was sie tut, musst du überleben können. Alles andere ist Multiabhängigkeit. Mhm. Heißt nicht, dass ich es nicht habe, heißt nicht, dass du es nicht hast, heißt einfach nur, das ist eh dein Business. Ja. Also ich werde mit dem Männern auch nochmal ausführlich dabei reden. Ich finde es extrem wichtig, also wenn wir anfangen auszupacken, das in einem respektvoll vorbereiteten Raum zu machen, also es nicht einfach so von Latz zu knallen. Ja. Aber die Männer, die jetzt gerade zuschauen, ich möchte und die hoffentlich gerade berührt sind, es geht ja nicht nur um Pornos, die wir schauen, sondern es geht um was weiß ich, es geht um geheime Fantasien mit der einen Frau auf meiner Arbeit, um geheime Fantasien mit meiner Schulfreundin von damals oder mit meiner Ex etc. Ja. Also es ist ja im Grunde genommen auch alles eine Art von Soft-Pornografie, können wir sagen, die wir so mit uns nehmen, die aber Anteile von uns abspaltet, die nicht in dieser Beziehung sind. Und das finde ich so verdammt unfair der Frau gegenüber, die unseren ganzen Alltagskram mit aushalten muss. Mhm. Ja. Und du hast es gerade so wunderschön, diesen möglichen Prozess beschrieben. Und wenn wir als Männer ganz ehrlich sind, da hinschauen, dann ist das natürlich viel furchterregender, diese Option. Also meine Energie zu nehmen und in diese Beziehung zu bringen, anstatt zu sagen, ich fange nach Fähre an. Ja. Oder der Klassiker, ich gehe mit 40 ganz crazy und fange nochmal eine ganz neue Beziehung an. Mhm. Ja. Ich sage nicht, dass eine Beziehung immer bis zum Ende halten muss, aber in unserer Erfahrung, also mit den Paaren, die wir gesprochen haben, Andrea und ich, ist ganz oft, ist es nicht mal wirklich versucht worden, das reinzubringen. Ja. Ja, es ist auch ein bisschen, glaube ich, wenn Männer aufhören, sich zu unterschätzen, ist automatisch halt auch da, ey, wenn ich in dieses Rennen mit dir und in diesen crazy Prozess von Beziehung ganz einsteige, ich habe viel zu geben. Und wenn Männer aber sich unterschätzen, dann ist es wie auch, ey, ich bin eh eine Lachnummer, ich bin eh eine Mogelpackung, ich habe eh eigentlich nichts drauf. Und sie tut wahrscheinlich nur so, als würde sie mich lieben, weil ihr auch nichts Besseres übrig geblieben ist. Also da ist so viel im Unterbewusstsein, da ist so viel Selbstabwertung gespeichert. Und dadurch fällt es natürlich auch total leicht zu sagen, oh, ich gehe woanders hinhoppen. Und aber sobald klar ist, ich bin ein Starkstromwesen, da wo ich sage, ich bringe meine PS auf die Straße, da passiert was. Das ist wie eine Fantasie erstmal, wie das klingt, weil halt alle Generationen vor uns nicht die Privilegien hatten, die wir heute haben, schon gar nicht die Privilegien hatten, die du als King in King is Back hast, also just saying, aber dass Männer sich über so lange Zeit so tief mit so vielen Männern über diese Themen, mit dieser Art von Didaktik im Hintergrund austauschen, das ist einfach wirklich, wirklich amazing. Und das ist was wie, klar, wenn du hier deine PS auf die Straße bringst, dann holst du sehr viel mehr aus dir raus als dein Vater und dein Großvater zusammen, natürlich. Und es ist wie, ey, sei darauf vorbereitet, du hast viel zu geben. Und du hast auch viel wegzunehmen, wenn du nicht in dieser Beziehung bleiben möchtest. Aber nochmal, in den allermeisten Fällen ist es
ich habe gar nicht geschaut, wie sehr ich mich hier beheimaten kann, weil ich dieser Fastfood-Kultur irgendwie eher geglaubt habe. Und die Fastfood-Kultur ist die Kultur, die man dir verkauft, weil du dann mehr Geld ausgibst. Also das ist kapitalistisch gut eingerichtet. So von dem her, absolut, steig ein in das, worein du eingestiegen bist. Ja. Und spiel das große Spiel. Nicht da draußen, wo dich niemand kennt, sondern hier, wo du die Hosen runterlässt und knallrot wirst. Spiel das Spiel hier. Das ist viel mehr Hero, als irgendwie bei anderen einen auf Macker zu machen, die man eh nicht kennt. Hm. Ja. Dann zum Abschluss noch für die Männer, die keine Beziehung haben. Ja. Immer eine ganz andere Herausforderung. Also ich sitze zu Hause, meine Fantasien, hole mir einen runter, gehe auf die Straße und irgendwann wird die Kluft zwischen dem, was ich mal im stillen Kämmerlein erlebe und dem, was ich draußen im realen Gespräch mit realen Frauen hinbekomme, immer größer. Tipps von dir als Frau, wie komme ich als Mann aus dieser Isolation wieder raus, aus dem, du hast es auch ein paar Mal erwähnt, aus diesem mich eigentlich insgeheim minderwertig fühlen, in ein powervolles Gespräch mit einer Frau, die mich interessiert, ohne gleich im ersten Gespräch alles zu vermasseln. Mehrere Sachen. Das eine ist, ich glaube, das Problem ist gar nicht primär, genauso wie gar nicht primär der Porno das Problem ist. Das Problem ist nicht primär für dich als Leidensdruck. Ich komme mit der Frau nicht ins Gespräch, sondern ich fühle mich nicht männlich, wenn ich nicht mit Frauen ins Gespräch komme und mit Frauen nicht klar bin. Das heißt, nutz diese Gruppe, King is back, und sag, wenn es dir so geht, krieg zuallererst die Scham weg und mach zuerst einen Realitätscheck. Haltet ihr mich für minderwertig und ein Mann zweiter Klasse, weil ich gerade keine Frau am Start habe? Fragezeichen. Mhm. Einfach mal ehrlich bitte Hände heben. Wirklich macht den Realitätscheck. Traut euch einander zu und mutet euch einander diesen Stuff zu. Weil du wirst dich wundern von 1090 Männern, die hier eingestiegen sind, wie vielen es genauso geht oder genauso ging oder eben immer dann genauso geht, wenn sie mal keine Beziehung haben. Das ist das eine. Also die Frau da in dem Sinne auch nicht nötig haben, damit sie bestätigt, dass du irgendwie hier in der ersten Reihe mitspielen kannst. Das zweite ist, wie kommst du mit einer Frau ins Gespräch, ohne im ersten Gespräch gleich alles zu vermasseln? Das, was dich unsterblich macht, ist, worst case muss eintreten dürfen und dann gehst du ins Rennen. Das heißt, steig ein und vermassel es. Es darf dir keine Angst machen. Ich bin dein Gegenüber und ich lass dich durchfallen. Wenn du mir anbietest, dass dieser Tag deines Lebens deswegen scheiße gelaufen ist, dann hast du ein ganz anderes Problem als ein Frauenproblem. Du hast das Problem, unbezahlt deine Lebenszeit dir vermasseln zu lassen. Hör damit auf. Das heißt, die Frau deines Herzens muss dir gegenüber sitzen können und dich durchfallen lassen können, weil es ihr freier Wille ist. Und es darf mit dir nicht zwangsläufig etwas zu tun haben im Sinne von, sie hat die Wahrheit über mich erkannt. Das ist wirklich das eine. Und in dem Sinne auch nicht mit dieser Frau und jetzt von A nach B, sondern die ganze Welt, auch während eines Lockdowns, die Straßen, das ist alles voll mit Frauen. Hab immer eine Mikrokontakt. Wenn eine schöne Frau dir entgegenkommt, ganz genau, wie du gesagt hast, Veit, und sie macht mich anziehen, einfach so unfassbar sexy aus. Nee, ich habe ihr nicht in die Augen geguckt, haha. Atme weiter. Kannst du deinen Schwanz spüren? Kannst du deine Füße spüren? Mach immer Beziehungsarbeit für dich mit Frauen. Weil es ist einfach nicht wahr, dass du mit dir im stillen Kämmerchen sitzt und dann einmal alle 5 Jahre mit einem Tinder-Date irgendwo im Café sitzt. Du hast ständig mit Frauen zu tun. Die blendest du nur alle aus. Dabei kannst du mit jeder Frau diese innere Berührungskluft zwischen innen und außen, zwischen Begehren und du darfst nicht, die kannst du mit jeder Frau schmelzen lassen. Und ja, dann stehst du halt auf der Straße und schüttelst dich. Wie cool, du kannst nämlich durchfallen in den Augen der Frauen. Sollen sie dich doch angucken. Was ist denn schon dabei? Das heißt, mach nicht dieses Ding, ich sitze hier und ich will dahin und diesen Sprung schaffe ich nicht und ich rausche ständig in den Abgrund, sondern mach dieses, okay, ich werde morgen früh zum Bäcker gehen. Eventuell verkauft mir ein Mann dieses Käsebrötchen, eventuell eine Frau. Mit der würde ich nicht gegen Geld ins Bett gehen, völlig fein, ist eine Frau. So, und dann atmest du tief und du übst deinen Schwanz zu spüren und du übst deine Beine zu spüren, während diese Frau dir 2 Käsebrötchen verkauft. Und das war deine Beziehungsarbeit heute mit dieser Frau. Und du hörst auf, dir zu erzählen, dass Frauen in deinem Leben nicht existieren würden. Und das ist, wie du jeden Tag mit jeder Vorlage deines Lebens ein kleines Stückchen von dieser Lücke schließt. Denn du hast diese Lücke entstehen lassen, indem du immer mehr gesagt hast, ich hier und das, wie es sein soll, hier. Und das Leben sagt, ich bin die ganze Zeit hier dazwischen, ganz lustig am Tanzen und du willst offenbar nicht mittanzen.
du kannst dich dort beschissen fühlen. Wenn du tanzen willst, komm auf die Brücke. Und das ist, ja, im Endeffekt, ich kaufe dir das Problem nicht wirklich ab als ein wirklich existierendes. Ich kaufe es dir ab als eines, was praktisch ist, woran du glaubst, weil du dann auch uns Frauen einfach höriger bist. Und das will ich auch noch mal ganz kurz sagen. Das ist krass für Frauen, wenn Männer nicht nötig haben. Wenn Frauen merken, sie haben Männer nicht mehr mit ihrem Sexappeal im Griff. Das möchte ich auch einfach nochmal sagen. Also das ist nicht nur so, wir fühlen uns dann sicherer bei euch, weil ihr uns nicht missbraucht. Und wir denken auch so wie, aber ich kann dich jetzt auch nicht mehr manipulieren und ich kann dich jetzt auch nicht mehr bestrafen. Okay. Und das ist wie so, wir toppen from the bottom und wissen es nicht, bis du aus dem Spiel aussteigst und denken daraufhin, der macht überhaupt nicht mehr, was ich will. Und das ist auch geil. Das ist wie, ja, komm, fordere uns heraus. Ja, komm, geh deiner Wege. Deine Freiheit soll mich triggern. Ich will diesen Good-Girl-Scheiß ja auch verlernen. Sei die Vorlage dafür. Sei der Partner, der in meine Manipulationsspielchen gar nicht einsteigt. Und das machst du an diesem Punkt, indem du auch aufhörst, dir zu erzählen, du brauchst eine Frau in deinem Leben. Denn du hast hunderte von Frauen in deinem Leben. Üb zu atmen. Und wenn du es mit YouTube-Videos übst, aber wirklich üb zu atmen, üb bei der immensen energetischen Präsenz, die Frauen einfach sind, üb zu sagen, wow, was für eine Vorlage. Wow. Und ich als Counterpart, okay, I will train. Und das wirst du, das wirst du. Ja. Elin, ich habe das Gefühl, da sind so viele Perlen, so viele Geschenke in diesem Video. Also das ist so knackig, so cool, so dicht, so praktisch. Da ist für jeden Kerl was dabei. Hast du zum Abschluss an die Männer, an die Kings, hast du noch etwas, was du denen gern sagen möchtest? Ich möchte mal ganz kurz ranzoomen an dieses Ding mit Sex und mit Genitalien. Sorry, jetzt. Ich brauche wahrscheinlich irgendwie 1,5 Minuten oder so. Ich glaube, das Allertiefste als Wunde zwischen den Geschlechtern ist, dass wir seit 4.000 Jahren, seit 6.000 Jahren, seit vielleicht 10.000 Jahren dieses Ding mit Vergewaltigung zwischen uns rumschleppen. Und es ist wirklich entsetzlich, einen Penis und eine Vagina zu missbrauchen, um Waffen daraus zu machen oder Urteile für Unterwerfung oder für Trauma oder für Zerstörung. Und das ist kein biologischer Instinkt. Und das zu heilen im Kern heißt, dass wir den Penis nicht nur erlösen von dem, er ist keine Waffe, wenn du in deine Kraft kommst, in der wirklichen Weise, so à la King is back. Sozusagen, das ist cool, weil dann sind wir auf Null und werden einander natürlich nicht mehr missbrauchen von der Energie oder von der Verwirrung im Feld her. Aber wie, dein Schwanz ist ein Heilungsorgan. Dein Körper ist ein Heilungsorgan. Du weißt alles, um Traumata auch zu transformieren, nicht nur in dir, sondern auch in diesem Feld aus Männern und auch in den Körpern, mit den Körpern, mit denen du in einen intimen Kontakt gehst. Und das ist so sehr mein Wunsch, dass sozusagen unter all dem, und sorry, dass das pathetisch klingt, aber es ist wie, solange du in einem männlichen Körper lebst, lebst du in einem Körper, der eine sexuelle Heilungsintelligenz für sich selber und für alle anderen in sich trägt. Und das ist wie personifiziert oder geformt oder kulminiert in deinen Genitalien und in deinem Penis. Und in dem Sinne ist es nicht nur wie, schließ Frieden mit deinen Genitalien, sondern es ist wie, erlaub das Leuchten, was da drin ist. Und das ist unter dem Druck und das ist unter der Performance und das ist unter dem Reinstecken und das ist unter dem Horny-Sein, das ist unter all dem drunter und das ist okay, dass das Jahre braucht und das ist okay, dass du Fehler machst, aber es ist wie, ey, sei stolz auf jeden fucking Fehler, denn die Fehler beweisen, dass du in Richtungen gehst, in denen echt Neuland da ist und das ist wie, ey, Jungs, gebt einfach nicht auf, das lohnt sich wirklich, es lohnt sich wirklich und ja, männliche Genitalien als sexuelle Heilungs- und Schöpfungsorgane. Wenn dieses verkörperte Spüren und in sich Ruhen wieder da ist, es wäre alles von heute auf morgen so friedlich und so safe und ihr wärt so glücklich und das wünsche ich euch so sehr. Ja, genau, das möchte ich noch sagen. Yay, ah. High five! Halleluja, kann ich dazu sagen. Danke. Voll schön. Elin, ich danke dir. Ich danke dir. Danke, Veit, für die Einladung. Danke dir. Danke euch für den Mut, hier reinzuspringen und einfach diese coole Party zu rocken. Wirklich cool. Ja. Danke, dass du diese Folge im Podcast Alles Menschen mit Veit Lindau und GästInnen gehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Und wenn du Lust auf mehr hast, dann kannst du diesen Podcast jetzt kostenlos abonnieren.
Wir freuen uns, dass du hier mit dabei bist und wünschen dir eine wunderschöne Zeit. Bis gleich zur nächsten Folge.